Mervyn? Jason? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von House of Ashes von der Dark Pictures Anthology. Ja, ich denke mal, hier im Dunkeln werden wir nichts finden, aber ich gucke trotzdem, ob hier vielleicht irgendwas mal blinkt, weil es kann natürlich immer mal ein Geheimnis zu finden sein. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich musste leider dann auch an dieser Stelle aufhören, weil es schon sehr spät war. Drücke LB zum An- und Ausschalten der Taschenlampe. Also, das ist das Erste, okay. Benutze R zum Zielen mit der Lampe. Ja, das ist logisch. Okay. Jason! Jason? Oh oh. Bin gleich da. Ich komme. Das ist nicht Jason, Junge. Da blinkte gerade was. Wo war das? War das hier? Hallo? Nicht umdrehen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Also irgendwas hat doch gerade hier geblinkt. Ha. Das scheint der andere gewesen zu sein. Hallo? Ich fühle mich hier im Hellen, aber genauso unsicher wie im Dunkeln, ehrlich gesagt. Junge, du sollst hier bleiben. Du sollst dich abhauen. Moment, oder ist das jetzt... Nee, ach. Moment, ist doch das, wo ich gestartet bin, oder nicht? Hä? Ich bin... Da blinkt es schon wieder. Hä? Ich bin doch nach hier rechts gegangen. Und da war das hier. Da. Da hat es gerade wieder geblinkt. Keine Ahnung. Und dann bin ich hier durchgegangen. Du bist... Mich wohl verarschen. Ja, sowas ähnliches habe ich gerade auch gedacht. Ja, ja, ja. Ich weiß. Der ist auf jeden Fall hier links durch. Was natürlich nicht heißt, dass von rechts nicht noch was sein kommen kann. Hallo, kannst du dich mal umdrehen in die Richtung, wo ich hingucken möchte? Ja, das ist ein bisschen holprig hier mit der Steuerung. Wie war das denn? Nee, zielen kann ich jetzt nicht, wenn kein Gegner da ist, ne? Okay. Hier ist auf jeden Fall das nächste Loch. Oh oh. Was denn? Ich will da gar nicht durchgehen. Ich gehe wieder nach Hause. Oh je. Okay. Okay, okay. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall war es irgendwas, was gerne Menschenfleisch frisst, glaube ich. Was ist das hier? Krass. Bist du's, Nick? Hat er keine Augen im Kopf? Was haben wir denn hier? Wo in Gottes Namen sind wir gelandet? Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Merivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Nick? Sergeant Kay, reiß dich zusammen. Augen auf. Ja, er hat was gesehen, ne? Auch wenn er ihn jetzt wahrscheinlich für verrückt erklärt. Hab was gesehen. Was meinst du, was gesehen?
Es sah nicht menschlich aus. Im Tunnel. Hätte im Hubschrauber bleiben sollen. Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit. Ich schwöre bei Gott. Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein. Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören. Du reißt dich jetzt verdammt nochmal zusammen, bevor du uns umbringst. Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sergeant. Du hast nichts gesehen. Erstmal müssen wir hier raus. Hast du sowas schon mal gesehen? Was ist das hier bloß? Passe. War nie gut in Geschichte. Da kann man doch jetzt... Nee, das ist eine Sackgasse. Kann man da hochklettern? Oh, da ist was. Da ist was. Fühlst du es echt nicht? Was, Nick? Was soll ich fühlen? Das ist schwerer, als es aussieht. Hilf mal. Könnte hier Hilfe brauchen. Hast wohl lange nicht trainiert. Das ist Mervyn. Mann, ich versuch's doch. Hör endlich mal auf zu zappeln. Fuck. Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nick, ich brauch dich hier. Schneid den Draht durch. Fuck. Oh, verdammt, er ist am Arsch. Ich kann dich hören, weißt du. Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Hab Morphium dabei. Nimm es. Wir bauen dich gleich auf. Beeilt euch mal. Wir machen das. Du stehst wache. Wache? Fuck. Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Deswegen. Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Clarice? Was war das? Komm, was ist los? Was ist mit ihr? Los! Was ist da bloß? Das interessiert mich nicht so sehr. Oh, Dick hier! Zack! Er verblutet! Wir müssen das verarzten! Was, X? Scheiße! Ist das schlimm? Willst du die Wahrheit hören oder nicht? Ich spuck es einfach aus. Ungelogen? Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, der wird es zu uns hören. Ihr bleibt nicht still. Mann, gib ihm das Morphium. Halt die Fresse, Mann. Du musst still sein. Drückst dir noch die Nase zu. Lass los, Mann, du bringst ihn noch um. Ach so, muss ich... Nee. Hä? Lass mich nicht allein, Nick. Nick, du bringst ihn um. Nick, du erstickst ihn. Er hat keinen Puls. Er hat keinen gottverdammten Puls. Unmöglich, ich... Wollt ihr nicht? Er ist tot, Nick. Mervyn ist tot. Sag ich doch. Weg hier.
أنا الملازم سليم عثمان لكل الجنود. أنتوا فين؟ حول. أنت فين؟ هو بتاعنا ماشي؟ كابتن دار، قادر تسمعني؟ عد الرسالة، حول. كابتن زفت. دار، إذا قادر تسمعني، أنا مش عارف، في كهف بحاول أخرج. حول. أخس. Na, die Pistole war ja super gesichert. أسمع موسيقى احتفلت ميلاد ابني. لا دق على باب انا لا لما كان جايين لما كان جايين بص احنا فين دلوقتي aber ihm kann ich das auch anstellen ist gut فين. في حد موجود هنا nee zumindest niemand menschliches was ich jetzt aber doch ein bisschen am überlegen war muss ich gestehen ich habe ja jetzt die ganze Zeit so schnell wie möglich auf die Tasten gedrückt ob das jetzt irgendwie falsch gewesen ist ob ich jetzt nur hätte drücken müssen und gedrückt halten müssen aber ich denke mal da tut sich sonst nichts also ich hätte ihn wahrscheinlich nicht retten können ich weiß es nicht Ja, besser nicht, sonst kommt der Funkspruch genau in dem Moment, wenn irgendwie ein Viech in der Nähe ist. Wie war das jetzt? Kann man sich hier noch umsehen? Nee. Tja. Gute Frage. Was ist jetzt mit ihm passiert? Der hat ein paar Kratzer so auf dem Gesicht gehabt. Aber die haben den jetzt offenbar nicht gefressen oder so. Was ist das? Ich hasse solche Vorahnungen. Okay, Also, wenn ich irgendwo hochklette, muss ich aufpassen und gucken, welche Taste ich dann drücken muss. Ja, laufen wir mal mit dem Feuerzeug weiter hier in der Gegend rum, ne? Kann man hier irgendwas... Hallo? Ich weiß, wenn in Horrorfilmen jemand da rumläuft und Hallo sagt oder ist da jemand, dann sind das immer diejenigen, die als erstes sterben. Oh, ich glaube, das wirst du dir gleich noch wünschen. مين هناك؟ Kann ich das jetzt? Doch, kann ich nochmal anmachen.
Da ist jetzt aber nichts, was ich irgendwie... anklicken oder angucken kann, nehme ich mal an. Hallo? Ich sehe nichts mit dem Scheißding. Oh oh. Sind wir nicht happy, Schuf da? Ich glaube, da kann ich nicht weiter. Ich kann nicht sehen, was da eigentlich ist. Das ist das Problem. Nicht laufen. Hier stürzt gleich alles ein, verdammt. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Alles gut. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Ja, wir haben keine Wahl. Das stimmt schon, aber... Verlass dich auf mich, Rach. Bleib einfach bei mir. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Eric. Anscheinend. Karabiner schlingen, Seil Licht. Scheiße. Okay. Okay? Okay. Dann los. Das ist doch scheiße. Immer wenn man versucht, etwas Positives anzuklicken, dann wird es wieder direkt negativ gemacht. Wir haben Seil. Hier, ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Breit? Und du? Fragt mich denn keiner, ob ich bereit bin? Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Wenn hier unten nichts ist, warum dann der Angriff? Na, weil Krieg ist.
Da ballern Leute gerne rum. Tolle Erklärung. Und so eine intelligente. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Was ist das? Kann man das nehmen? Geh mal weg da! Ich habe da was auf dem Boden gesehen. Erinnert dich das nicht an früher? Weil ich mich verloren fühle? Autsch, der war gut gekontert. Da geht's rein. Da sollen wir vermutlich hin. Bin ja neugierig. Das ist nie gut. Ah, sehr schön. Autsch. Okay. Also ich soll vermutlich verhindern, dass ihr das passiert. Das Problem ist nur, kann ich das jetzt noch verhindern? Oder ist das quasi eine Vorahnung auf das, was auf jeden Fall passiert? Eieiei. Wir klettern am besten nicht da hoch. Ja, wollte ich nur schon mal gesagt haben. Was ist das? Nichts, was ich jetzt irgendwie übersetzen könnte, ehrlich gesagt. Wir können mal gucken. Also es sind das ist sowas wie ein Bett oder... Es könnten Buchstaben sein, keine Ahnung. Sieht alt aus. Alt? Uralt. Das ist Keilschrift. Ah. Sumerisch vielleicht. Was ist das hier? Dein Grab. Du bist ja eine echte Historikerin. Wusste ich gar nicht. Vielleicht kennst du mich doch nicht so gut. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Finde ich gut, wenn jemand dabei ist. Die laufen nämlich immer direkt in die richtige Richtung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so mal eben zwischendurch, so lange ich noch kann, es ist schon sehr geil gemacht. Also ich liebe ja die komplette Serie von The Dark Pictures. Hier wird's heller. Kommen wir da zu der anderen Absturzstelle? Ne, das ist wieder was anderes. Geh mal ein bisschen schneller hier. Boden scheint stabil. Ja, sieht gut aus. Bleib nah bei Rachel. Ja, aber ich muss doch die ganzen Sachen hier noch eben erkunden. Ich kann Druck nicht klein kriegen. Okay. Was denkst du, war das hier? Schwer zu sagen. Das sieht religiös aus. Vielleicht sind wir in einem Tempel. Das ist Pazuzu. Pazuzu. Pazuzu, wer? Pazuzu. Guckst du keine Horrorfilme? Die Antwort solltest du kennen. Ein sumerischer Dämon. Hat wohl was mit Plagen zu tun. Plagen und Dämonen, ja? Toll. Unglaublich. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Nein, ich auch nicht. Moment, was war da hinten gerade? Das fehlt uns noch. Wenn das doch ein... Da ist doch noch was. Aber da kann ich jetzt so nicht mehr hin, ne? Das ist doch scheiße. Das würde mich jetzt aber interessieren.
Da komme ich wahrscheinlich alleine nicht mehr rüber. Oder das ist nur, damit ich wieder... Moment, halt, stopp. Hä? Hier war gerade irgendwas mit Untersuch. Da. Okay. Was ist? Hast du nichts gehört? Nein, gar nichts. Ich dachte, da unten wäre was. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Was ist hier geschehen? Da schießt jemand. Wo kommt das her? Nichts wie weg. Kannst du irgendwas sehen? Ist tief. Kommst du dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Hol das Seil. Es geht runter. Nein! Was ist mit der Vorahnung? Und wieso geht man immer tiefer in so eine Höhle rein, wenn man eigentlich entkommen will? Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kallus hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Tut mir leid, Eric. Wirklich. Du hast alles für diese Forschung gegeben. Mehr als du vielleicht glaubst. Gib dir nicht die Schuld. Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Kallus wird stärker denn je. Du glaubst, ich schaff's nicht? Glaubst du nicht an mich? Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Das sieht nach Archäologiezeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Bestimmt. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal. Ja, ich würde allerdings sagen, bevor wir das machen... Wie bitte? Jetzt mal die Klappe. Hast du was gesagt? Nein, nichts. Bevor wir das machen, so bevor die jetzt wieder reden, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.